Liebe Eltern, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und natürlich liebe Kinder. Ich möchte Sie und euch alle hier ganz, ganz herzlich begrüßen zu unserem ganz besonderen Jegiz-Konzept. Die Kinder aus der ersten und aus der zweiten Klasse haben viel vorbereitet, lange geübt, sich viel Mühe gegeben und können uns jetzt heute sicherlich einiges Tolles präsentieren. Ich möchte mich an dieser Stelle schon einmal ganz herzlich bedanken bei Frau Tinnefeld, die das alles mit den Kindern eingeübt hat von der Musikschule. Ganz, ganz herzlichen Dank, da hat ganz viel Arbeit drin gesteckt. Und an dieser Stelle auch ein ganz herzliches Dankeschön an die Frau Jopp, die auch unheimlich viel Zeit und Arbeit investiert hat, damit das heute hier alles möglich ist. Ja, und jetzt würde ich einfach mal sagen, ich wünsche uns viel Vergnügen. Oje, was mache ich nur? Was ist denn los? Was ist passiert? Ich wollte euch mit dem letzten Stück, das ihr spielen solltet, überraschen, aber es liegt noch bei mir zu Hause auf dem Schreibtisch und ich hatte mich so darauf gefreut. Oh meine Güte. Ja und jetzt, ich meine, oh wei, was machen wir denn da? Weißt du denn vielleicht noch die Melodie, wie die ging? Leider nein. Kannst du dich denn an die Noten vielleicht noch erinnern? Auch nicht. Aber eins weiß ich noch, es waren insgesamt 5 Töne. Vielleicht finden wir die ja gemeinsam. Spiel doch einfach mal eure schönsten Töne vor, würde ich sagen. Sehr schöne Töne dabei. Aber noch ist das ja alles noch durcheinander. Wir bräuchten eine Idee, wie wir dieses Durcheinander entwirren können. Vielleicht am besten bräuchten wir einen Zauberspruch oder so. Kennt ihr zufällig einen? Ja! Ja, wir kennen nämlich... Lena, sag doch mal, wie heißt unser Zauberspruch? Zaubergeister aufgewacht. Prima, ja. Mach den doch mal vor. Ja. Besitzt dieser Zauberstab. Ich bin schon ganz gespannt. Yeah.
schon, das ist wirklich eine Wahnsinnsgeschichte hier. Ob wir das wirklich schaffen, dieses Lied wiederzufinden? Also gerade habe ich ja gedacht, was ist das für eine Idee, aber jetzt mittlerweile könnte es ja vielleicht klappen. Könnt ihr den bitte mal spielen? Das klappt ja hervorragend. Wir sollten das als nächstes Mal mit einem eurer Lieder ausprobieren. Findet ihr nicht auch? Ja, sehr gerne. Und da würde ich sagen, das erste richtige Lied kommt mal von den jüngsten Mitwirkenden in unserem Konzert heute. Und das sind unsere Erstklässlerinnen und Erstklässler, die hier vorne auf den Matten schon sind. Ihr wisst, wie wir das geprobt haben. Stellt euch mal hin. Ich komme mit der Gitarre dazu. Und dann singen wir das wunderbare Lied Kinder sind der Rhythmus. Thank you.
Töne reichen ja für das letzte Stück nicht aus. Es waren ja 5 Töne. Also fehlen uns noch wie viele? 3! Ja, richtig, 3. Also müssen wir wohl weitersuchen. Naja, wir haben ja auch noch Stücke geübt extra für dieses Konzert. Damit könnten wir ja auch nochmal helfen. Prima. Was kommt denn jetzt? Du wirst es nicht glauben. Es heißt, ist ein Ton in den Brunnen gefallen. Oh.
Spruch hinterher sprechen. Hilft uns wieder der Zauberspruch? Wir sollten ihn alle gemeinsam sprechen, würde ich sagen. Thank you.
sprechen, noch sehe ich keinen fünften Ton. Ah ja, natürlich. Also ohne Zauberspruch hat das bisher ja auch noch nicht geklappt, ne? Schön ist. Los geht's. Das machen wir.
dann singen wir das Ganze nochmal zum Schluss. Aber bevor wir das tun, habe ich noch eine Bitte. Das Publikum war so toll im Konzert und so toll im Klatschen und im Mitmachen, im Mitsingen. Vielen, vielen Dank dafür. Danke an alle Mitwirkenden heute, an die Erstklässler, an ihre Lehrer, die sie so toll vorbereitet haben. Vielen Dank an das Kollegium der Gerhard-Hauptmann-Grundschule, wo wir hier schon seit Jahren sehr erfolgreich arbeiten können. Das liegt auch an der guten Zusammenarbeit mit der Schule. Vielen Dank speziell an meine Kollegin Frau Jopp, die ja aus dem Grundschulkollegium kommt. Vielen Dank für deinen Einsatz, das ist auch viel Arbeit gewesen. Danke an das Ensemble der zweiten Klassen. Danke an den Instrumentallehrer und an die Jekyll-Stiftung, die das möglich gemacht hat, hier unser Konzept zu erstellen. Ja, danke an die Eltern, die ihre Kinder ermutigen, Musik zu machen. Ohne die Eltern geht es nicht. Danke an meine Kollegen der Musikschule Dortmund, die ja auch schon teilweise heute sind, habe ich schon gesichtet. Vielen Dank für heute. Es war ein tolles Konzert. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Kommt gut nach